Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's wieder mal, eure Drea, und ich möchte euch heute ein Handicap-Zimmer im Barus Acanthus Encenet in Siede vorstellen. Ich fange hier draußen auf der Terrasse an, die sehr groß ist, so dass man mit seinem Rollstuhl hier auch super drehen kann. Ich fahre mal ein Stück zurück, dann könnt ihr sehen, wie viel Platz hier ist. Also wirklich ausreichend Platz. Gucke ich mal einmal rüber und da hinten könnt ihr das Meer sehen. So, und dann fahre ich mit euch mal rein. Wie man sieht hier, erstmal ist die Tür auch breiter und dann sind hier so kleine Winkel, dass man sehr gut über die Balkonschwelle kommt. Also wirklich gut durchdacht, wirklich klasse. Dann ist hier ein Schreibtisch, Schminktisch. Dann der Platz für den Koffer, darüber der Fernseher. Hier sind zwei Einzelbetten, dann ein Sessel. Hier ist die Minibar drinne, kann er einmal aufmachen. Die ist jetzt natürlich leer, weil da keiner ist. Dann haben wir hier ein gut durchdachtes Bad. Toilette mit Halterung, Handtücher in einer super Höhe für Rollstuhlfahrer. Wirklich klasse umgesetzt, ganz, ganz toll. Eine schöne große Dusche mit sogar Regenschauerdusche. Auch da Griffe, also perfekt. Dann Waschbecken, der Spiegel lässt sich auch absenken, richtig gut. Und was ich toll finde, die Hygieneartikel, Duschgel, Shampoo, Föhn und kleine Handtücher, was man so alles braucht, ist auf so einem kleinen Wägelchen. Finde ich richtig klasse. Oder auf einem kleinen Regal, nicht Wägelchen, sondern Regal. Aber da kommt man super gut ran. Echt klasse umgesetzt hier, das Handicap-Zimmer. Ganz, ganz toll. Dann haben wir hier einen Schrank, der ist mit Schiebetüren. Hier auf der einen Seite ist der Tresor und die Hausschuhe und Fächer für Socken etc. Dann mache ich mal eben die andere Seite auf. Das finde ich auch richtig klasse, was jetzt kommt. Und zwar seht ihr ja die Kleiderstange, aber die kann man auch runterholen, so dass man besser an seine Blusen, Kleider und so etwas rankommt. Also ganz, ganz toll. Ja, meine Lieben, das war eins der Handicap-Zimmer im Barut Acanthus Encenet in Siede. Es gibt zwei davon und mir gefällt das richtig, richtig gut. Und ich kann das wirklich für Rollstuhlfahrer empfehlen. Beide Daumen hoch. Vielen Dank, Barut, dass ihr so tolle Handicap-Zimmer im Acanthus habt. So, in dem Sinne, bye bye. Passt alle auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann, eure Drea. Ciao.